In diesem Video zeige ich euch, wie man in Word ein Eingabeformular mit Eingabefeldern erstellen kann. Und die Dokumentation findet ihr anschließend unter meiner Webseite mit einem Link dran und sogar mit einem Download-Formular, wo ihr Vorlage dieser verwenden könnt. So, gehen wir mal in dieses Feld rein. Wenn man sollte ja ein Eingabeformular sein, wenn man quasi auf ein Feld klickt in Word, dass man dann automatisch dass quasi dieser kleine Label da erscheint und dass man dann was eintippt. Also ich bin irgendjemand was, ne? Okay. Und wie kommt sowas zustande, so ein Eingabeformular, wenn man so ein leeres Formularblatt hat? Dann geht man nochmal was hin. Also ich mache das jetzt mal raus. Wenn man so ein Eingabeformular hat, wo man Eingabename zum Beispiel definieren will, dann geht man hier auf Entwicklertools. Die machen wir weg. Entwicklertools und gehen wir hier auf diesen Entwurfsmodus. Entwurfsmodus einschalten. Dann geht er hier oben, findet er zwei, drei Felder. Ja, und hier findet er noch weitere Felder. Man nimmt zunächst mal diese zwei Standardfelder. Das erste ist hier Rich Text Edit. Das kann man dann formatierte Felder machen. Nimmt er normalerweise diese Standard nur Texteingabe. Ja. Dann kommt er auf so einen schönen Block. Wenn der Eingabemodus aktiviert ist und ihr klickt hier mit der rechten Maustaste drauf, dann kommt hier Eigenschaften. Dann sage da hier zum Beispiel Name. Und das Tag ist das, unter was man es dann später auch unter Visual Basic als Makro wiederfinden kann. Dann hier das Inhaltssteuerelement kann nicht gelöscht werden. Also nicht, dass das anschließend entfernt wird. Wenn man das nicht haben will, müsste man dieses markieren, dass quasi nach der Eingabe das Feld weg ist. Also einfach drinnen lassen, würde ich sagen. Und jetzt, wenn ich jetzt den Modus quasi umschalte, dann steht es so drin. Könnte man so lassen, aber ich denke, normalerweise ist es so, dass man hier so einen Platzhalter macht. Zum Beispiel ganz leer. Macht er das ganz leer und dann macht er dieses schöne Feld markieren. Da seht ihr, da kommt ja immer rechts dieser Formatierungsblock und dann macht er hier zum Beispiel dieses Feld rein. Oder ihr geht dann gleich hin und sagt hier Name eingeben. Ne? Also Name eingeben. So, und das hat zur Folge, dass wenn man jetzt diesen Entwurfsmodus wieder ausschaltet, dann muss man nur in dieses Feld reingeben und in dem Moment, wenn man jetzt lostippt, kommt ein Name. Ja? Raimund Bob at kudoku.de. So ist es letztendlich dann gleich mit drin. Ihr seht, die farbliche Markierung ist danach auch weg und wenn man wieder reingeht, ist sie wieder da. Dann gibt es noch zwei Sonderheiten. Man kann hier zum Beispiel so ein Selektionsfeld reinmachen. Wie kommt dieses zustande? Also wir machen das jetzt mal hier raus. Entwurfsmodus wieder einschalten. Entwickler, Entwurfsmodus einschalten. Das Feld machen wir jetzt mal raus und ich zeige es euch, wie das da reinkommt. Entwurfsmodus, dann gibt es hier oben ein Kombinationsfeld. Das kann man hier reingehen und dann, wenn der Entwurfsmodus an ist, rechte Maustaste auf Eigenschaften. Dann in Eigenschaften sagen wir mal Country oder Land. Country. Dann sagen auch wieder, wie immer, wie der Inhaltselement kann nicht gelöscht werden. Das heißt also, es wird nicht bei der Eingabe entfernt. Dann sagen wir hier, Anzeigeland ist natürlich Deutschland oder USA. USA, USA, USA. So, und dann vielleicht noch Europa. So, und dann hat man jetzt, wenn man sagt, und dann machen wir hier wie vorhin gesagt, dieses Feld markieren, Land auswählen, ne? Vielleicht mit einem Spacehalter und dann Land auswählen, eins leer und das Ganze nochmal markiere und vielleicht farblich hervorheben, kann ich nur immer empfehlen und zwar nach dem. Dieses Hellgrün ist so, wenn es dann, das ist wie beim Finanzamt, da haben sich doch viele Leute schon dran gewöhnt. Da muss man das nur eingeben. So, jetzt haben wir es drin und sobald man hier reingeht, kann man eigentlich ein Land auswählen. Ja, okay. Das heißt, sieht also recht nett aus. Und hier natürlich bei der E-Mail, da kann man jetzt
diese Adresse von Ober, die ich da habe. Und funktioniert natürlich auch diese Adresseingabe. Ihr seht, Steuerung C, Steuerung V funktioniert auch. Und hier haben wir noch den schönen Dings, das mit Umbruch. Wenn man Umbruch drin lässt oder sagen wir mal, das ist ein Umbruch. Gutes Tutorial. Und jetzt müsste man eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, sogar farblich hervorheben können. Ja? Das ist hier der Unterschied, warum hier ein Text-Edit, warum man hier sowas nehmen kann wie dieses. Wir gehen mal hier rein. Unter Entwicklungstools gibt es hier noch dieses Rich Text-Edit. Das kann man, wenn man das hier rein hat, dann hat man die Funktionalität, dass man hier auch rot machen kann. Also einzelne Textsequenzen oder sowas, ne? Oder dieses Kursiv. Das geht hier, müsste das eigentlich nicht geben, weil da geht es nur das ganze Feld, genau. Ah, und da kann man auch natürlich einstellen, die unter Eigenschaften, Entwurfsmodus anschalten, Eigenschaften, hier haben wir sie. Und dann, hier brauchen wir es gar nicht eingeben, bei diesen regulären Feldern, da kann man das separat einschalten. Eigenschaften, Wagenrückläufe zulassen, also mit Umbruch. Ja. Aber das gibt immer nur ein Feld und das ist ein komplettes Rich Text Edit-Feld. Diese Dokumentation hierzu und eine kleine Vorlage, falls man sich es nicht merken kann, die ist unter meiner Webseite. Codoku habe ich sie für euch gespeichert. Man könnte auch seine kleine Vorlage mit runterladen und da ist der ganze Vorgang noch beschrieben. Alternativ gibt es hier noch, dass ihr ein Serienfeld einbaut oder ein sogenanntes Fill-in-Feld. Auch diese zwei Möglichkeiten bestehen, aber die habe ich jetzt hier nicht ausgeführt, weil der Vorgang, den ich hier habe, ist eigentlich für Formularfelder wesentlich besser. Wenn ihr Frage habt, dann schreibt er mich einfach kurz an. Ich habe ja meine Adresse unten auf dem Dings drauf. Ich bin übrigens Freelancer. Ich kann euch auch Software programmieren.